Das Dschungelhaus in Holdorf, ein Ort, den kaum jemand in der Region kennt. Waldemar Krause hat eine ganz eigene Welt erschaffen. Illusion und Wirklichkeit auseinanderzuhalten, das fällt hier schwer. Für den Malermeister ist sein Dschungelhaus viel mehr als nur ein Hobby. Wenn man in die Jahre kommt, kann man sich ja nicht gut hinsetzen, auch wenn es Ruhestand heißt, und auf den Tod warten. Das kann unter Umständen ja sehr lange dauern, ne? Und dann wird die Zeit langweilig. Also habe ich meine Fantasien ausgelebt. Und wenn Sie sich hier umschauen, ist es alles Fantasie. Was ist Schein, was ist Wirklichkeit? Stellen Sie es selbst fest. Das wollen Esther und Christian heute machen. Waldemar Krause führt sie durch ein unterirdisches Labyrinth. Hier tauchen sie in eine andere Welt ein. Von der Maya-Kultur aus Mittelamerika geht es in den indischen Dschungel. Und am Ende findet man sich in einer Schatzkammer wieder. Mir hat es persönlich sehr gut gefallen. Es gibt ja wahnsinnig viele Dinge, interessante Sachen auch. Und man entdeckt immer wieder was Neues und einfach sehr gut gemacht. Ja, unglaublich. Ich kenne dieses Haus seit Jahren. Ich fahre seit Jahren hier vorbei, aber dass das so weitläufig ist und von außen sieht man das alles nicht, das ist sehr spannend. Die Führung endet nicht unterirdisch. Auch der Garten von Familie Krause wimmelt nur so von Illusionen. Ein Fasan, dessen Feder eine Sonnenuhr darstellt, oder Aladdin auf Pegasus. In jeder noch so kleinen Ecke gibt es etwas zu entdecken. Und ich habe nie geglaubt, dass hier überhaupt jemand Interesse für haben könnte. Ne? Ich habe es ja schließlich auch Spaß an der Freude gemacht. Aber das spricht sich einfach so rund. Und als der Touristikverein das nur verkündet hat, dann kamen die Leute schon zahlreicher. Ne? Aber ansonsten habe ich auch festgestellt, die Menschen brauchen irgendein Ziel. Es gibt so viele Fahrradgruppen, auch als Rentner. Die suchen sich, die wollen ja nicht einfach nur die Gegend fahren, die wollen ein Ziel haben und es soll auch interessant sein. Und das spricht sich so rum und jetzt sind schon die verschiedensten Leute hier angekommen. Wer Interesse hat, sollte sich telefonisch bei Familie Krause anmelden. Bis zu 10 Personen können an einer Führung teilnehmen. Diese dauert etwa eine halbe Stunde und ist kostenlos. Über eine kleine Spende freut sich Initiator Waldemar Krause aber immer.